Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute in diesem Video geht es um die besten Einstellungen in Warzone 2, bevor ihr Warzone 2 spielt. Das heißt, welche Controller-Einstellungen solltet ihr auswählen, welche Grafikeinstellungen, welche Interface-Einstellungen und welche Einstellungen sonst noch wichtig sind, Audio und so weiter und so fort. Alles Mögliche werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Würde mich auch freuen, wenn wir auf diesem Video 1000 Likes knacken könnten. Wäre wirklich sehr, sehr wild. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rein in Warzone 2. Wenn wir Warzone 2 jetzt starten, sehen wir Folgendes. Wir sehen einmal DMZ, Battle Royale 4er und Shoothouse. Da wechseln wir dann aber zu MW2. Wenn wir jetzt andere Modi spielen wollen, das heißt Solo, Duo, Trio und so weiter, dann müssen wir einmal hier draufklicken und dann nochmal zurückgehen. Und dann sehen wir die anderen Modi. Das heißt, wir sehen jetzt hier Duos, Trios, durchgeknallt Battle Royale 3er und hier auch den Solo-Modus. Also das als kleine Nebeninformation, falls ihr nicht wusstet, wie man in die anderen Modi reinkommt. Das Ganze funktioniert so. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal in die Einstellungen. Also, wir gehen als erstes in die Controller-Einstellungen. Ich persönlich spiele mit dem Controller. Das ist mein Controller hier von Aim Controllers. Das ist mein Partner. Da bekommt ihr auch 60 Euro Rabatt bei einem Einkaufswert von 250 Euro mit Code MantelHD. Falls ihr euch das gönnen wollt, der Link ist in der Beschreibung. Also, ich habe folgende Einstellungen jetzt hier gewählt. Ich habe einmal Tastenbelegung auf Taktik. Normalerweise ist es natürlich auf Standard. Bei Taktik ist der einzige Unterschied, dass du den Nahkampf jetzt auf Kreis hast, anstatt auf R3. Und auf R3 hast du halt Ducken, Rutschen und so weiter. Ich persönlich rutsche viel lieber mit dem R3-Button. Deswegen habe ich hier Taktik drin. Dann habe ich hier aus, Stickbelegungsvoreinstellungen Standard. Controller-Vibration habe ich auch aus, weil ich nicht möchte, dass mein Controller vibriert, während ich zocke. Ich mag das nicht, deswegen habe ich das hier ausgestellt. Trigger-Effekt habe ich natürlich auch aus, damit du direkt reagierst, wenn du L2 bzw. R2 drückst. Horizontale und vertikale Empfindlichkeit habe ich persönlich auf 15-15. Das müsst ihr aber so anpassen, wie es für euch am besten ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und da habe ich auch den ZV-Empfindlichkeitsmultiplikator für jede einzelne Zoom-Stufe auch angepasst. Das zeige ich euch später auch nochmal. Der einzige Grund, warum ich das hier so hoch habe, ist, dass ich mich schnell umdrehen kann, wenn ich außerhalb des Zooms bin. Das heißt, wenn mich jemand von hinten anschießt, dann kann ich mich so schnell wie möglich umdrehen und ihn dann direkt holen. Deswegen habe ich hier 15-15 drin und ich komme mit so einer hohen Empfindlichkeit immer besser klar als mit einer niedrigeren Empfindlichkeit. Aber wie gesagt, müsst ihr selber gucken, was ihr hier für eine Empfindlichkeit reinpackt. So, dann habe ich hier den Empfindlichkeitsmultiplikator 1111. Das habe ich alles hier so gelassen, wie es ist. So, hier habe ich auch nichts geändert bei der vertikalen Zielachse. ZV-Verhalten natürlich halten. Geteilte Eingabe Zoom ändern. Sprinten, Taktik, Sprint, Fokussieren. Hier habe ich nichts geändert. Dann hier sehr, sehr wichtig, automatischer Sprint. Hier auf jeden Fall automatischer Taktik-Sprint einstellen. Das heißt, wenn du deinen linken Stick nach vorne bewegst, fängst du direkt an, automatisch zu Taktik-Sprinten. Und das ist meiner Meinung nach das Beste, was du hier auswählen kannst. Das heißt, du musst nicht immer wieder den linken Stick reindrücken, um zu sprinten. Ich finde das hier wirklich eine sehr, sehr wichtige Einstellung. Ausrüstungsverhalten habe ich halten, ZV und Nahkampf bei Waffenstützeaktivierung. Und hier ganz, ganz wichtig, Leute, Interagieren und Nachladenverhalten in Warzone 2. Hier habe ich Priorisiere Interagieren drin, weil damit kannst du einfach nur Viereck drücken und dann kommt der Loot aus den Kisten raus. Das heißt, du musst es nicht gedrückt halten. Du musst den Button nicht gedrückt halten, damit du lootest. Du musst einfach nur den Button anklicken kurz und dann lootest du das Ganze. Aber wenn du jetzt gerade bei einer Kiste bist und nachladen möchtest, dann musst du Viereck gedrückt halten. Also hier steht auch, wenn Nachladen und Interagieren gleichzeitig verfügbar sind, tippen zum Interagieren und halten zum Nachladen. Und wenn es nicht gleichzeitig verfügbar ist, das heißt, wenn du gerade nichts lootest, dann lädst du auch ganz normal nach, indem du Viereck drückst. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Priorisiere Interagieren hier die beste Einstellungen. Und ganz wichtig auch noch, Panzerplattenverhalten habe ich hier alle anwenden. Normalerweise ist es auf eine anwenden. Das ist auch ganz wichtig, dass wenn du dir die Platten gibst, dass du wirklich alle auf einmal dir reinschiebst. Das heißt, drücke die Taste jeweils einmal, um eine Panzerplatte nach der anderen zu benutzen. Das heißt, es werden alle direkt
reingedrückt, alle Panzerplatten, bis du wieder voll bist. So, dann gehen wir hier einmal auf Erweitert. Zielhilfe habe ich natürlich an. Zielhilfentyp Standard. Normalerweise ist Black Ops das Beste gewesen. Jetzt mit Season 1 hat sich das Ganze geändert. Jetzt soll Standard hier wohl das Beste sein. Deswegen habe ich Standard hier drin. Gyroverhalten aus. Hier Schwerkraftvektor aus. Hier alles ausgelassen und das hier nicht anfassen. Das Gyro-Zielen. Bei Zielen Zielreaktionskurve dynamisch. Das ist das, was die ganzen Pros auch benutzen. Das würde ich hier auf jeden Fall reinnehmen. Und dann habe ich hier alles so gelassen, wie es ist. Hier auf 1. ZV-Empfindlichkeit, Übergangszeit habe ich hier sofort. Eigene Empfindlichkeit pro Zoom habe ich angeschaltet. Und wir gucken uns das Ganze hier einmal an. Wir haben hier für den geringen Zoom 0,4. Für 2x bis 3x Zoom ebenfalls 0,4. 0,6 bei 4 bis 5x Zoom. 6 bis 7x Zoom auf 1. Genau dasselbe bei 8 bis 9 Mal und beim großen Zoom. Das müsst ihr natürlich so anpassen, wie ihr das gerne hättet. Und einen wichtigen Tipp habe ich hier noch für euch. Wenn ihr das hier mit Controller einstellt, könnt ihr nur in 5er Schritten vorgehen. Wenn ihr jetzt eure Tastatur bzw. Maus hier anschließt, könnt ihr auch auf 0,42 gehen. Das müsst ihr dann selber eintippen. Das könnt ihr aber nur mit der Maus bzw. mit der Tastatur machen. Falls ihr da das wirklich sehr, sehr genau tunen möchtet, könnt ihr das auch so machen. Ja, das ist für mich das Beste, weil ich auch so eine hohe Empfindlichkeit von 15:15 habe. Deswegen habe ich hier die ZV-Empfindlichkeit auch auf 0,4 hier beim geringen Zoom, damit ich noch vernünftig aimen kann hier. Das sind für mich die besten Einstellungen. Müsst ihr natürlich selber gucken, was ihr da einstellt. Ob es für euch auch so gut ist oder nicht, müsst ihr selber gucken. Dann haben wir hier toter Bereich, das heißt der Stickdrift. Das ist natürlich auch individuell bei euch anders. Falls ihr euch jetzt fragt, was genau Stickdrift ist, wenn euer Controller jetzt einfach auf dem Tisch liegt und ihr ihn nicht anfasst, wenn eure Kamera sich dann im Spiel trotzdem bewegt, heißt es, dass ihr Stickdrift habt. Das heißt, dass euer rechter Stick sich von alleine bewegt und hier könnt ihr einstellen, ab wann er sich bewegen soll. Das heißt, wenn ihr Stickdrift habt, wenn die Kamera sich von alleine bewegt, dann werdet ihr das hier hochstellen müssen zu einem gewissen Wert, wo eure Kamera sich dann nicht mehr bewegt. Ich denke mal, das ist jetzt verständlich ausgedrückt worden und das hier halt so einstellen, dass eure Kamera sich gerade so nicht mehr von alleine bewegt, wenn ihr eure Sticks nicht anfasst. So, das sind meine ganzen Einstellungen hier. Linker Trigger und rechter Trigger natürlich hier auf 0. Das heißt, lege fest, wie stark der rechte Trigger gedrückt werden muss, um registriert zu werden. Natürlich soll er direkt registriert werden, wenn du ihn drückst, deswegen hier auf 0. Und dann machen wir mal hier weiter bei dem Bewegungsverhalten. Automatisches Vorwärtslaufen aus, Taktik-Sprintverhalten Doppeldrücken, Klettern am Boden habe ich aus, weil mich das immer nervt. Ich möchte nicht irgendwie klettern, wenn ich irgendwie im Fight bin plötzlich und deswegen habe ich das hier ausgemacht. Automatisches Luftklettern teilweise, automatisches Bodenklettern aus, Rutschen und Tauchenverhalten umkehren habe ich Standard, Tauchen Bewegung, automatischer Fallschirmeinsatz, auch ganz wichtig für Warzone 2, ausmachen. Normalerweise ist das an, das hier ausmachen, das heißt, dass ihr euren Fallschirm so nah wie möglich am Boden selber einsetzen könnt, damit ihr so schnell wie möglich am Boden seid. Deswegen automatischer Fallschirmeinsatz immer ausmachen. Dann könnt ihr selber bestimmen, wann ihr euren Fallschirm einsetzt. Ihr müsst aber natürlich aufpassen, dass ihr dann nicht sterbt. So, Sprinten, Türeinrennen an, Kanten, Kletterverhalten, nur klettern. Dann kommen wir hier zum Kampfverhalten, ZV-Sticktausch aus, alternative Rucksacksteuerung habe ich auch aus. Das heißt, wenn du das hier anmachst, kannst du auch mit deinem linken Stick im Rucksackmenü navigieren. Wenn du das aus hast, dann navigierst du mit deinem D-Pad. Ich finde das aus am besten. Dann habe ich Waffenstütze verlassen, Bewegung an, Waffenstütze verlassen, Verzögerung kurz, automatischer Waffenwechsel, wenn leer, an. Ihr könnt das natürlich auch ausschalten, wie ihr das möchtet, ob eure Waffe jetzt automatisch wechselt, wenn die keine Munition mehr hat. Ich habe das auf an. Wenn ihr das nicht möchtet, dann macht ihr das einfach aus. So, schnelle C4-Detonation an. Das heißt, wenn ihr ein C4 werft, könnt ihr wieder R1 drücken, um es zu detonieren. Wenn ihr zum Beispiel zwei C4s hättet, würdet ihr das zweite C4 erstmal werfen müssen, damit ihr es detonieren könnt mit R1. Also ich habe es einfach auf angemacht. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr wollt, aber ich persönlich finde das das Beste. Dann kommen wir zum Fahrzeugverhalten. Fahrzeugkamera zentrieren, kurze Verzögerung, Kameraausgangsposition, freier Blick, Punkteübersicht, Kartenverhalten umschalten, Pingradverzögerung moderat, hier habe ich halt nichts geändert, und Gefahrenpingverzögerung doppelt drücken moderat. So, das sind die besten Einstellungen für Controller.
Controller für Maus und Tastatur kann ich nichts sagen, weil ich bin Controller-Spieler, deswegen. So, jetzt kommen wir zum zweiten wichtigsten Part, und zwar die Grafikeinstellungen. Ich persönlich habe es auf exklusives Vollbild. Es gibt aber eigentlich keinen großen Unterschied oder eigentlich gar keinen Unterschied zwischen exklusives Vollbild und vollbildrahmenloses Fenster. Normalerweise sollte man hiermit ein bisschen bessere Performance haben, hat man aber eigentlich nicht. Man merkt eigentlich fast nichts davon, deswegen exklusives Bild oder rahmenloses Fenster ist eigentlich fast egal. Ich habe jetzt hier exklusives Bild drinne. Dann habe ich die RTX 3080 bei mir drin. Ich spiele in 1440p. Dynamische Auflösung habe ich aus. Und hier habe ich das Bildformat automatisch. VSync habe ich ausgestellt, weil das auch wirklich viel FPS zieht. Deswegen ist das hier aus. Und ansonsten ist hier alles standardmäßig so geblieben. Wir gehen dann einmal zur Qualität. Und hier bei Upscaling, Nachschärfung, habe ich hier Fidelity FX Cast drin, weil das die beste Einstellung ist, wenn euer Game sehr scharf aussehen soll. Wenn ihr mehr FPS haben wollt, das heißt, wenn ihr so 20 FPS oder 30 sogar mehr haben wollt, dann müsst ihr NVIDIA DLSS auswählen. Aber wenn ihr das auswählt, ist euer Spiel deutlich, deutlich unschärfer. Und ich persönlich mag das nicht so, wenn ihr auf mehr FPS steht und es nicht so scharf haben wollt, das Bild, dann wählt NVIDIA DLSS aus. Aber wenn ihr jetzt möchtet, dass das Bild auch scharf ist, ihr möchtet ja auch Gegner sehen und so weiter, dann Fidelity Cast auf jeden Fall reinnehmen. Ich habe das jetzt hier auf 80, ihr könnt das natürlich hier auch auf 100 stellen. Auf 100 ist auf Konsole natürlich am besten. Ich habe es auf 80 gestellt, damit ich ein bisschen mehr FPS bekomme. Aber ja, manchmal lasse ich es auch auf 100, auf 80, es ist persönliche Präferenz. So, jetzt nochmal ein Wort zu den ganzen Grafikeinstellungen allgemein. Wenn ihr eure Grafikeinstellungen so niedrig wie möglich habt, dann habt ihr natürlich auch so hohe FPS wie möglich. Wenn ihr jetzt sagt, ey, die FPS sind mir nicht so wichtig, wie es bei mir der Fall ist, dann stellt lieber die Grafik hoch, weil die Grafik in Warzone 2 ist wirklich atemberaubend und sehr, sehr geil. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch, die Grafik hochzustellen. Aber wenn ihr FPS haben wollt, dann Grafik auf jeden Fall runterstellen. Das ist so die allgemeine Regel. Ich persönlich habe das hier auf filmisches SMAA T2X, das Anti-Aliasing. Anti-Aliasing-Qualität auf hoch. Nicht auf Ultra-Qualität. Ich habe es jetzt nicht komplett alles auf Ultra gestellt, weil ansonsten hätte ich fast gar keine FPS mehr. Grafikspeicherskalierung habe ich hier auf 90. So, Texturauflösung habe ich auf hoch. Antisotropischer Texturfilter hoch. Detailstufe nah hoch. Hier könnt ihr auch gering auswählen, wenn ihr mehr FPS haben wollt. Könnt ihr auch so einen Mix aus guter Grafik und FPS nehmen. Das geht natürlich auch. Detailstufen entfernt habe ich hier auf hoch. Könnt ihr auch auf gering stellen, wenn ihr ein bisschen mehr FPS haben wollt. Bodendetailstufe lang, das kann man ebenfalls auf kurz stellen. Ich, wie gesagt, mag gute Grafik, deswegen habe ich das meiste hier auf hoch gestellt. Partikelqualität hoch, Partikelqualitätsstufe ist bei mir auch hoch. Einschusslöcher und Sprays an, Shaderqualität hoch. Tessellation alle, Geländespeicher max, Texturstreaming auf Abruf habe ich an. Streamingqualität habe ich gering, volumetrische Qualität hoch. Hier kann man auch auf mittel stellen, das macht keinen allzu großen Unterschied. Qualität verzögerte Physik hoch, Unterwasserstrahlen an. Shadow Map Auflösung hoch, Screen Space Schatten hoch. Hier könnt ihr auch auf gering stellen für mehr FPS. Punktschattenqualität hoch, Punktschattencatch ultra. Hier stelle ich das mal auf hoch. Partikelbeleuchtung ultra kann man auch auf hoch stellen. Muss nicht unbedingt auf ultra sein. Ich denke mal, die wenigsten von euch haben jetzt so einen PC, wo ihr alles auf ultra stellen könnt und dann noch gute FPS habt. Umgebungsverdeckung beide. Screen Space Reflexion normal. Wenn ihr das hier auf aus habt, könnt ihr besser durch die Fenster sehen und habt nicht so eine krasse Reflexion bei den Fenstern, aber ich finde, das sieht nicht so gut aus. Deswegen habe ich das hier auf normal und nicht auf hoch. Dann könnt ihr ein bisschen besser durch die Fenster schauen und die Gegner ein bisschen besser erkennen. Dann statische Reflexionsqualität hoch. Wettereffekte habe ich auf ultra. Das würde ich einmal auf hoch stellen hier. Dann NVIDIA Reflex, geringe Latenz. Ich habe An plus Boost. Und was ganz wichtig ist, Tiefenschärfe ausstellen, Weltbewegungsunschärfe ausstellen, Waffenbewegungsunschärfe ausstellen und Bildrauschen auf 0 stellen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Das sind so die wichtigsten Dinge hier. Wie gesagt, Grafik auf sehr, sehr niedrig stellen für hohe FPS und für bessere Qualität die Grafik natürlich ein bisschen höher schrauben. So, das ist allgemein die Regel. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Dann gehen wir hier auf Übernehmen und auf Ansicht. Ich habe das Sichtfeld FOV hier auf 120. Ganz wichtig,
hier beeinflusst. Waffensichtfeld habe ich breit, weil es ein bisschen geiler dann aussieht. Externe Ansicht auf 90, Fahrzeugsichtfeld ebenfalls auf breit. Dann siehst du sogar ein bisschen mehr links und rechts von dir, das ist ganz cool. Dann Kamerabewegungs-Ego-Perspektive habe ich auf minimal. Normalerweise ist das hier auf Standard. Das auf jeden Fall hier auf minimal stellen. Kamerabewegung der externen Ansicht auch auf minimal. Externe Ansicht, ZV-Übergang, externe Ansicht, ZV. Und hier unten Spielperspektive, hier bei den letzten beiden habe ich nichts geändert. Und das war's mit den Grafikeinstellungen. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir einmal zum Audio. Ich persönlich habe hier Heimkino ausgewählt, ist für mich der beste Audiomix. Und ansonsten habe ich hier alles auf 100 gestellt. Was noch wichtig ist, Musiklautstärke könnt ihr auch auf 0 stellen. Dann hört ihr auch keine Musik in-game und dann könnt ihr die Gegner besser orten. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber ich habe es noch hier auf 100 gestellt. Ich finde es ganz geil, wenn ab und zu mal Musik auch in-game drin ist, aber wenn ich jetzt auch richtig ernst spielen möchte, dann stelle ich die natürlich auch auf 0. So, ansonsten habe ich hier alles so gelassen, wie es war. Außer hier bei den Treffergeräuscheffekten habe ich das auf klassisch gestellt. Normalerweise ist hier ohne drin, meine ich, oder MW drin. Ich weiß es nicht ganz genau. Klassisch habe ich hier eingestellt. Das sind einfach die Hitmarker-Sounds. Das hört sich dann an wie MW2 2009. Ist kein großer Unterschied, aber ja, alte Treffergeräuscheffekte aus MW2 2009 kommen hier vor, wenn du dann hier die Gegner killst, ist ganz cool. Und was ich noch eingestellt habe, ist Tinnitus-Ton reduzieren ein. Normalerweise ist das aus und wenn du es anmachst, ist die Beschreibung, der Tinnitus-Ton von Erschütterungs- und Blendgranaten wird durch einen dumpferen, dunkleren Ton ersetzt. Ich finde das hier deutlich angenehmer als das, wenn es aus ist, dass du dann so einen Tinnitus-Ton bekommst. Ein ist auf jeden Fall hier die beste Wahl. Dann haben wir die Audioeinstellung auch. Wir gehen jetzt weiter zum Interface. Hier habe ich nicht viel geändert, außer bei Farbanpassung habe ich hier den Farbfilter 2 gewählt. Finde ich persönlich am besten. Ohne sieht so aus. Filter 1 sieht so aus. Filter 2 so. Und Filter 3 so. Ich persönlich finde Filter 2 am besten. Und dann habe ich hier beide. Hier Weltfarbintensität 100 und Interface-Farbintensität ebenfalls auf 100. Hier könnt ihr euch noch eure HUD-Farbpalette selber anpassen, wie ihr das möchtet. Ansonsten habe ich hier nichts verändert. Dann habe ich hier natürlich Untertitel alles ausgestellt. Untertitel ist meiner Meinung nach einfach nur störend, deswegen habe ich das aus. Dann Minikartenform quadratisch, auch sehr wichtig. Minikarte-Rotation an. Und ansonsten habe ich hier alles so gelassen, wie es ist. Was noch sehr wichtig ist, hier bei der Telemetrie könnt ihr euch Sachen anzeigen lassen, die wichtig sind. Zum Beispiel den FPS-Zähler könnt ihr hier anschalten. Die Serverlatenz könnt ihr euch anzeigen lassen, die Millisekunden und hier den Paketverlust. Diese drei Dinger habe ich an. Manchmal mache ich die auch aus, wenn ich die nicht sehen möchte, weil manchmal erwische ich mich selber, dass ich immer nur auf diese Dinger da oben schaue und mich dann nicht richtig auf das Gameplay konzentrieren kann. Deswegen mache ich die auch manchmal aus. Aber wenn ihr das hier sehen möchtet, könnt ihr das bei der Telemetrie einfach anstellen. So, Leute, das war's jetzt mit den Einstellungen in Warzone 2. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, ich persönlich spiele mit Controller. Mein Partner ist Aim-Controller. Das ist auch ein Controller von denen. Da kannst du dir einen eigenen Controller so anpassen und designen, wie du selber möchtest. Natürlich mit 4 Paddles hinten. In der Beschreibung ist der Link dazu. Code Mantel HD einwenden für 60 Euro Rabatt auf einem Warenwert von 250 Euro, falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Controller und ihr habt auch noch lebenslange Garantie. So Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like auf dem Video da, lasst gerne ein Abo da für mehr Warzone 2 und MW2 Videos in der Zukunft. Hat mich gefreut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Livestream oder im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.